Sheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayh, sagte einmal zu seinen Schülern, stellt euch vor, es gibt einen Tag, einen Mann, und dieser Mann betet im Ramadan, am Tag betet er 2 Raka'a freiwillig. Und dann gibt es einen anderen Mann, der betet in den 10 Tagen von Dhul-Hijjah auch 2 Raka'a freiwillig. Wer von diesen beiden Männern hat mehr Lohn bei Allah? Der Zweite, der in Dhul-Hijjah 2 Raka'a gebetet hat, hat mehr Lohn bei Allah als jemand, der im Ramadan am Tag 2 Raka'a gebetet hat. Wissen wir das zu schätzen? Denn die Tage von Dhul-Hijjah sind besser bei Allah als die Tage vom Ramadan. Aber die Nächte vom Ramadan sind die besten Nächte. Auch als Dhul-Hijjah. Diese Tage gehen schnell vorbei. Und wie ich euch gesagt habe, die meisten von uns lassen sie ganz normal durchlaufen, als wären sie gewöhnliche Tage. Im Ramadan nehmen wir uns Urlaub. Nehmen wir uns frei. Weil wir die 10 Nächte nicht verpassen wollen. Wer von Dhul-Hijjah? Wer macht das in Dhul-Hijjah von uns? Wer hat sich freigenommen für diese 10 Tage von Dhul-Hijjah? Nur wenig. Nur sehr wenig. Weil wir das nicht zu schätzen wissen. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً